Ja, was ich an der Scheißethik und auch an dieser Beschäftigung mit der Scheiße wichtig finde, auch ist, dass letztlich auch die Scheiße etwas ist, dem wir uns nicht entziehen können. Also es gibt eben Lebensvollzüge, denen wir uns, obwohl es viele total versuchen natürlich, und auch gerade bei der Scheiße ist es so, dass man versucht, sich dem irgendwie zu entziehen, aber es geht nicht. Also jeder und jede hat sicher schon mal Durchfall gehabt und spätestens dann merkt man, man kann es nicht halten. Also was immer man irgendwie tun will, also ja, nützt nichts. Es ist da. Solange man irgendwie gesund und kräftig und bei Verstand ist sozusagen, kann man die eigene Scheiße noch irgendwie beseitigen oder sie entsprechend deponieren, dass sie weggespült werden kann. Wenn dem nicht so ist, also als kleines Kind oder als Baby eben natürlich, aber auch später, wenn man krank ist oder schon alt und schwach, braucht man dann auch noch andere Leute, die dann diese Scheiße, die man nicht halten kann, irgendwie wegputzen, beseitigen, die einen davon befreien, vielleicht auch ein Stück weit, weil es will ja niemand in der Scheiße liegen bleiben. Also ich glaube, aus dem heraus, auch schon aus diesem darauf so verworfen sein, ergeben sich schon irrsinnig viele interessante Fragen, auch natürlich irrsinnig viel Verdrängung und Ablehnung. Und eben die Frage, wer die Scheiße wegputzt oder was man auch erfindet, um möglichst wenig damit zu tun zu haben, ist nur eine, die uns da beschäftigen sollte. Beziehungsweise glaube ich eben, es gibt dann auch den Zusammenhang eben mit anderen Tätigkeiten. Und für mich ist diese Beschäftigung mit der Scheiße, wie sie jetzt eben von Ina auch eingeführt wurde, eigentlich eine ganz konsequente Radikalisierung von anderen Dingen, die wir schon lange denken. Also diese ganze Frage der Entrivialisierung und dieser Beschäftigung eben mit Lebensvollzügen, die in den höheren Sphären der Ethik und Philosophie und Ökonomie eher wenig beachtet werden, nochmal eigentlich weiter radikalisiert, wo es dann wirklich kein Entkommen mehr gibt. Es ist auch so, also ich finde es auch spannend, dass seit wir begonnen haben, uns damit zu beschäftigen, dass wir immer wieder darauf stoßen. Also das versteckt sich sozusagen an vielen Ecken und Orten oder versteckt sich eben auch nicht. Ich habe eben zuletzt jetzt gerade in einem neuen Buch von Martha Nussbaum, der Philosophin, zu, wo es eigentlich um Bildung geht, kommt auch sie auf die Scheiße zurück, weil es ihr sehr stark darum geht in diesem Buch aus, wie lernen wir mit Fremden, mit anderen umzugehen. Und sie führt dann eben auch an, dass etwas, was uns selbst vielleicht fremd ist oder fremd gemacht wird, immer mal zunächst auch die eigene Scheiße ist. Und wie uns vermittelt wird, damit umzugehen, hat eben scheinbar offensichtlich auch was damit zu tun, wie wir überhaupt dann mit Fremden oder mit anderem umgehen. Also ob jetzt dieser Ekel anerzogen ist oder wie sehr das eben mit der Kultur zusammenhängt, dass wir uns dann auch vor der eigenen Scheiße ekeln, ist, glaube ich, auch eine interessante Frage. Aber ein Teil ist sicher anerzogen, weil Kinder haben normalerweise einen eher nicht so, also distanzierten Umgang, auch jetzt zur Tierscheiße. Ich finde es auch gut, dass da in letzter Zeit dann gibt es so nette Kinderbücher doch auch, wo man sich die verschiedenen, wie sagt man, wie ist eigentlich die Mehrzahl von Scheiße, die verschiedenen Arten irgendwie dessen, was halt Tiere da dann zurücklassen, anschauen kann. Also dieser Umgang damit auch mit, dass man eigentlich kann man dann auch an der Scheiße sozusagen, lernt man da auch die Verschiedenartigkeit erkennen. Es ist, glaube ich, auch so. Also ich habe jetzt nie die Scheiße näher untersucht und ich weiß auch nicht, ob ich es unbedingt will, aber ich gehe jetzt einmal davon aus, dass es auch individuell sozusagen ist. Also die Scheiße jedes Menschen ein bisschen anders aussieht. Für mich hat es dann natürlich, sage ich jetzt auch wieder, viel eben mit der Bedürftigkeit und mit der Abhängigkeit zu tun, weil es eben, wie ich am Anfang gesagt habe, so eine massive, wenn ich dann meine eigene Scheiße sozusagen nicht mehr wegräumen kann oder eben nicht dort deponieren kann, wo wir sagen, dass sie hingehört, glaube ich, ist es schon eine sehr tiefe Erfahrung eben auch von Abhängigkeit und Bedürftigkeit von anderen. Und viele Menschen tendieren halt dazu, das möglichst irgendwie, ja, also und die Antwort, die in letzter Zeit halt darauf gefunden wurde, ist immer, das gegen Entgelt sozusagen jemanden machen zu lassen. Weil selbst wenn uns jemand diesen Dienst eben nicht gegen Geld macht, also eben als Gabe sozusagen unsere Scheiße entfernt, verstärkt es dieses Gefühl der Abhängigkeit. Als Tausch können wir noch eher damit leben. Aber offensichtlich ist es so, dass die meisten Menschen dann eben versuchen, also ich erkläre mir eben so, dass diese Berufe dann auch so schlecht bezahlt und so schlecht angesehen sind, dass das auch eine Reaktion darauf ist, eben
diese Menschen, von denen wir dann so zutiefst abhängig sind, weil sie eben unsere Scheiße sogar wegräumen, klein zu halten. Also dass da gar nicht, die können gar nicht aufkommen. Und da gibt es ja sehr viele, ich glaube, da können wir sehr viele Beispiele eben finden. Nicht nur was jetzt die Scheiße betrifft, sondern auch jede andere Art von Dreck und Schmutz. Und das wäre vielleicht, finde ich, auch eine spannende Weiterführung oder Erweiterung unserer Scheißethik, uns eben nicht nur mit Scheiße, sondern auch mit Schmutz. Also Putzen hatten wir zwar schon immer wieder auf unserer Denkagenda und auch Handelsagenda natürlich, aber den Schmutz an sich, der steht auch noch an, glaube ich, oder Dreck, wie wir in Österreich sagen. Also es geht dann weiter mit der Schmutz- und mit der Dreckethik und mal schauen, was da noch alles kommt.